Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben LS22-Freunde, hier auf meinem YouTube-Kanal und Twitch-Kanal LS22 zum Thema Farming Simulator 2019. Und ja, Markus, jetzt hast du wieder Scheiße gebaut, danke. Katastrophe. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben LS22-Freunde, hier auf meinem YouTube-Kanal und Twitch-Kanal zum Thema Markus ist Live-Video. Jetzt habe ich es richtig rausgebracht. Ja, mein Baby steht jetzt hier seit einer Woche. Ja, ich habe euch versprochen, dass ich eigentlich den ersten Motorstart euch zeige, ne? Aber ich stand mit dem 7,5 Tonner, also mit dem Sprinter, ne? Und mit Autoanhänger mitten im absoluten Halteverbot auf der Hauptstraße und ich habe es einfach verpeilt. Ne? Ich habe es einfach schlichtweg verpeilt. Ich wollte es nicht, ne? So was Polizei kommt und da ich da Mordsgeschiss und Fickerei habe. Und dann habe ich es einfach schnell gemacht. Ne? Erstaunlicherweise ist er sofort angesprungen. Ich kann euch jetzt mal schnell zeigen, wie ich es gemacht habe. Und zwar schnell. So, kann ich euch das zeigen. Und zwar ganz einfache Geschichte habe ich gemacht. Und zwar habe ich hier praktisch, das ist ja der Rücklauf, der geht ja jetzt ganz dreckig in die Hände, ne? Und Zigarette auch noch in der Hand. Oh mein Gott! Ja, einfach vom Rücklauf Schlauch hinklickt, ne? Dann vom Zulauf, der läuft ja hier an der Einspritz, also an der Einspritzleiste. Mal schauen, kann man da irgendwo ein bisschen hin, damit man das sieht. Hier kann man sehen, ne? Da geht die Einspritzleiste hier da entlang, ne? Da geht sie entlang. Und einfach Schlauch hinklegt, ne? Man sieht, ich habe hier einfach so eine 10 Euro Benzinpumpe gekauft, die beim Fenster Spritschlauch rein, ne? Mit Sprit aufgefüllt und Zigarettenanzünder angeschlossen und dann lief die Pumpe nach zwei, dreimal Orgeln, ne? Ist er angesprungen, dann lief er einwandfrei. Ne? Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich das nochmal laufen lasse, aber auf einer Seite traue ich mich nicht so ganz, weil ich habe Angst, nicht, dass nach der langen Standzeit der Zahnriemen durch ist. Nicht, dass mein Zahn wegbricht, ne, und dann haut es mir nachher noch irgendwelche Ventile in den Block oder was. Ne, ich lasse das mal lieber. Ja, man sieht nicht hin. Ne, er läuft halt da in dem Deckel, ne, läuft der Zahnriemen rum. Ihr bekommt es aber noch im Video. Ne? Gar kein Problem. Ich werde sowieso mehrere Videos machen. Genauso wie mit der Wasserpumpe, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, das ist alles bloß oxidiert hier, ne? Das bringt man alles wieder schön sauber. Ja, Schlauch ist auch alles gut, ne? Vereinzelt gehen ein paar Stellen ab, habe ich gesehen, ne? Aber so im Großen und Ganzen ist er eigentlich, ja, habe ich es mir schlimmer vorgestellt, wenn wir ganz ehrlich sagen, ich habe es echt wirklich schlimmer vorgestellt, die ganze Geschichte. Aber so im Großen und Ganzen ist er eigentlich, ja, schön benannt, ne? Also ich habe mir echt gedacht, dass es schlimmer ist vom Rost her oder so. Ich habe jetzt noch keine Rostpinkel gesehen irgendwo, wo er durch wäre oder abgerostet wäre. Das einzige, was ich jetzt gesehen habe, nachdem das mal gewaschen war, habe ich gesehen, ne, dass halt hier der Lack so abgeplatzt ist, ne, hier oder auf dem Dach, ne? Auf dem Dach hat er so Abplatzer, ne? Aber ich habe sowieso vor, dass ich ihn komplett lackieren lasse. Komplett durchlackieren. Ja, er ist schön, ne? Ich bin jetzt wirklich stolz drauf, dass er läuft, dass er geht. Und ich finde ihn auch einfach schön, ne? Also mir gefällt er halt einfach, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist halt einfach für das Alter, ne? Wenn man überlegt, wie alt das er jetzt ist. Ne? Ist er eigentlich schön benannt, ne? Ich könnte ihn auch stundenlang angucken, ne? Ich könnte ihn einfach stundenlang angucken. Ne? Ja. Mein erstes Auto und wahrscheinlich auch mein letztes Auto, schätze ich mal. Bis ich halt dann meine Augen zumache, wird er wahrscheinlich bei mir bleiben. Denke ich einmal. Jupp, denke ich jetzt ganz grob. Wollen wir nochmal vorne nochmal rumgehen? Ich finde das so eine geile Schnauze. Ne? Ne? Der ist einfach, ich finde ihn einfach schön.
Ich weiß, ich übertreibe jetzt wieder, ne? Aber mir gefällt er halt einfach. Ne? Mir gefällt er halt einfach. Ja, okay. Jetzt wisst ihr da mal Bescheid. Auch der Klang ist so geil, ne? Wenn man jetzt da die Tür nimmt, ne? Klopft man mal zu. Ja, das ist einfach noch. Ja, das ist einfach noch Blech, ne? Das ist halt einfach noch deutsches Blech, ne? Kann man sagen, was man will. So ist es einfach. Jo. Okay, so schaut's aus. Ich würde sagen, Junge, ihr mein Baba. Ja, wo ist ja die mein Baba? Na komm mal her. Sag auch einmal Hallo zu meinen YouTube-Freunden. Hm? Ja. Ja, wo bist denn du? Sag einmal Hallo. Jo, hallo. Nicht da. Lass die Ameisen stehen. Komm. Sag einmal Hallo. Hallo. Na. Ja, die, jetzt sagt sie Hallo. Ja, du bist ja mein Midi. Du bist ja mein Midi. Ja, mein Midi bist du. Gell? Ja. Gib mir mal die Zuschauer eine Bussi. Ja, okay. So schaut's aus. Kann ich jetzt noch mal kurz zeigen, ne, was ich jetzt im Haus mache. Wollen wir mal schnell reingehen. So, gehen wir mal schnell rein hier. Nein, hier sieht man so mal meine Küche. Das habe ich ganz in Luse verschmiert. Da war ich auch schon mal ganz fleißig, ne? Wie man sieht, da steht mein Umzugskarton. Ja, neuer Boden drin. Der Hund läuft auch durch, ne? Neuer Boden drin. Neue Decke drin. Alle Kabel neu, Schlitze geschlagen, ne? Für Steckdosen. Muss ich natürlich jetzt noch ein paar Steckdosen dran machen. Ne? Aber auch komplett neu, alles verputzt. Wasseranschlüsse komplett neu gemacht. Ne? Also da geht schon Zeit weg, Geld weg. Ne? Da sieht man, ne? Da sieht man jetzt noch, ne, wie es ausschaut. Hier 100.000 Meter Tapeten drauf. Aber das ist jetzt einmal eine ganz andere Geschichte, würde ich sagen. Mein Blick in den Garten. Ja, meine Lieben, ich halte euch jetzt einmal länger auf. Ne? Das ist eine andere Geschichte. Ich sage auf alle Fälle danke fürs Reinschauen, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und ihr seid jetzt mal wieder live, up to date, was bei mir so Sache ist. Also, wir sehen uns ja im Herbst, ne? Wie ich schon gesagt habe. Also, macht es gut, bis dann, tschüss.